Von hier aus. Wupp! 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 Die wir jetzt erstmal hierbei machen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst Lifestyle. Und heute, meine lieben Freunde, ihr seht schon, geht es hier um den Rope Dart Kometenball Meteorhammer. Was man damit also machen kann und was ihr zu Hause damit auch üben könnt, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Wenn wir uns an den Stock erinnern, dann wisst ihr noch, dass ich den hier so hoch gehoben habe, um ihn dann quasi in die Hand zu nehmen, mich nicht gebückt habe. Ähnlich arbeiten wir auch mit dem Kometenball. Das heißt, wenn jetzt hier mal angenommen der Kometenball liegt, ja, dann würde ich ihn jetzt nicht hier unten greifen, sondern ich schieße ihn dabei rauf. Das heißt, ich gehe hier rauf, fange jetzt an, das Seil zu spannen, fupp, und schieße ihn da raus. Okay? Das ist die Idee dabei. Nochmal auch in die Kamera. Ich bin hier, wupp, ja, komme jetzt nach vorne, spanne das Seil. Ihr seht schon, habe ich hier die Brücke und jetzt von hier aus fupp, komme ich hier raus. Das ist erstmal eure allererste Übung. Seil spannen, ja, hier reingreifen, hier rauskommen, fupp, wegschießen. Wenn ich sie führe, immer wieder rumgewickelt wird, hier rumkommen, um sie dann hier fupp abzuschießen, um wieder nach vorne zu kommen. Ja? Oder aber ich erstmal verfolge, wupp, ja, ich dann hier weglaufe, sie jetzt hier rumschieße, hier auffange, hier einen Catch und dann wieder wegschieße. Okay? Deswegen heißt das auch ganz oft Rope Dart, weil das wird immer wie so ein Pfeil weggeschossen. Egal in welche Bewegung ich gehe, alles locker, alles easy, alles locker mitnehmen. Ja, das ist ganz wichtig. Und am besten habt ihr gerade gesehen, keine Kapuzen tragen. Okay? Deswegen, ich ziehe mal ganz kurz mein Oberteil aus, weil das wird hier sonst gefährlich und ich hau mir nachher dieses schwere Teil auf den Kopf und das möchte ich nicht. Das ist nämlich ein bisschen hart. Nochmal, jetzt bin ich ready, passieren hier auch keine Verletzungen. Also, das heißt, wenn ich hier laufe und ich gehe hier nach vorne und jetzt fange ich an, einen Tritt zu machen, das ist nämlich die zweite Übung, die ihr machen könnt, von hier aus, ihr macht erstmal einen ganz normalen Beinschwinger, einmal kurz ohne, das heißt, ihr macht einmal so eine Bewegung, ja? Nochmal, wie ein Beinschwinger, wie man es aus dem Kung Fu kennt. Ja, hier jetzt einfach einen Beinschwinger, schupp, drehen und wieder nach da gucken. Ich mache es einmal schnell, dann langsam. Okay, das ist die Bewegung. Nochmal, von hier aus. Gut, was habe ich getan? Ich war hier, habe das Bein hochgestreckt, führe es dann hier unter, hier auf die Schulter und floppe es hier nochmal rüber. Nochmal, ich bin hier, hier, hopp, und stehe hier wieder. Okay, nochmal das Ganze in schnell. Wie immer verbinden wir das Ganze. Wir machen die Waffe hier hin, stehen, kommen nach vorne, den ersten Schuss, den ihr gelernt habt, wupp, kommt hier raus und jetzt gehen wir dabei nach vorne. Jetzt gehe ich vielleicht zwei Schritte und dann fange ich an, jetzt den Move zu machen. Ja, nochmal. Von der Bewegung schießen, raus, nach vorne. Nochmal. Okay, das war jetzt hier der Schuss mit dem Fuß. Wie sah das Ganze aus? Ganz einfach. Ich schwinge hier nach vorne, gehe jetzt hier rein und schieße dann nach vorne. Okay, nochmal. Ich habe hier die kurze Distanz. Der Angreifer glaubt jetzt hier erstmal, oh, der ist aber sehr nah dran, ahnt aber dann nicht, dass wir wie eine Kobra hier herausschießen können, um lang zu werden. Ja, nochmal von hier aus. Hier gehen wir rein. Mach mal die andere Seite. Ihr seht jetzt, hier gehe ich rein. Und bevor er sich rumwickelt, muss ich das Ganze schon rausschießen. Vor dem Umwickler, okay? Hupp, hupp, okay? Hupp, hupp. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Das ist die dritte Bewegung. Fügen wir alle drei wieder zusammen. Wir sind am Angrüßen. Ich lege die Waffe präsentationsartig hin, nehme einen tiefen Stand ein, ja? Komme nach vorne, halte auf Spannung, schieße ab, renne hier nach vorne, lass einmal einen Leerlauf, komm hier vielleicht mit unseren zweimal Bewegungen, mit Schritt nach vorne in diese Bewegung rein. Okay? Und jetzt schieße ich den. Pupp.
So, wer bis hierhin geguckt hat, der kann ja jetzt gleich mal unten in die Kommentare schreiben. Und zwar Doppelfußangriff. Mir ist nämlich gerade bei der Bewegung hier der Schuh kaputt gegangen. Und zwar, wenn wir euch vorstellen, hier kommt jetzt so ein Stritt und wir wehren den hier vorne ab, ja, dann kommt hinten die Latsche nochmal durch. Seht ihr? Hier nochmal. Wupp. Wupp. Ja, das passiert halt beim Training. Gut, ich gebe jetzt mein Bestes, mit den Quadratlatschen noch den Rest zu machen. Von hier aus machen wir jetzt Folgendes. Und zwar den Kopfwickler. Ja, ganz wichtig dabei, hängt euch nicht, macht das erstmal langsam. Ich mache es einmal schnell, damit ihr einmal seht, worum es geht. Ja? Okay, das ist die Grundbewegung. Kennt man aus dem klassischen Kung-Fu, Shaolin-Kung-Fu und. Was ich hier gemacht habe, ist, wir machen das mal mit der Hand. Das wäre jetzt hier mein Hals. Dann wickelt der hier rein, jetzt drehe ich und da wickelt er wieder auf. Seht ihr? Nochmal, da gehe ich rein, da gehe ich auf, da komme ich raus. Selbe tue ich hier, ich mache es mal langsam. Kommt hier rein, kommt hier auf, geht hier raus. Andersrum genau dasselbe. Kannst in beide Richtungen machen. Ja? Erstmal antesten. Ja? Viele sind hier, haben Angst. Ist auch vollkommen normal. Ist eine ganz normale Reaktion. Ja? Deswegen erstmal ganz langsam. Und wichtig ist, den Schritt zu machen, weil da dreht sich das Ganze auf. Schritt. Okay? Schritt. Ja? Gut. Wir fügen wieder zusammen. Angrüßen. Ja? Hier bei Ernst. Raus, das Band präsentieren, tiefen Stand einnehmen. Wupp, einmal schön präsentieren. Raus in das Band, hier der Kick, pfumm. Hier komme ich rein, ein Leerlauf, der Kick, wupp. Ja? Und jetzt von hier aus haben wir den Kick. Einmal hier aufpassen, Latsche, wupp, hat geklappt. Jetzt von hier aus kommen wir schon nach dem Kick direkt mit dem Kopf rein. Jetzt von hier aus, wupp, wupp, pfumm. Ja, da wollen wir rein. Okay, das ist die Idee, die wir jetzt erstmal hierbei machen und alles andere kommt dann später. Upp. Ganz wichtig auch noch, ja, natürlich würde ich jetzt 3000 Jahre zurück in die Zeit reisen und ich müsste aufs Schlachtfeld, würde ich wohl eher weniger diese Waffe wählen. Ja, da würde ich eher eine feste Waffe wählen, das heißt Langstock, Säbel, Schwert oder vielleicht auch Hellebarde oder. Allerdings ist diese Waffe hier, auch dadurch, dass sie flexibel ist, umso schwerer in der Handhabung. Darum geht es auch. Deswegen ist das hier auch keine Einsteigerwaffe, sondern beim Kung-Fu kommt die eher zum Schluss. Also könnte man auch jetzt sagen, eine Meisterwaffe. Was es nicht ist, weil jedes Handwerk, egal welche Waffe du lernst, du meisterst, ist dann halt für dich meisterhaft. Ganz egal, ob sie nur am Schluss kommt oder am Anfang. Und ja, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal mit Latsche. Oh, die fliegende Latsche, der fliegende Holländer. Achso, und übrigens, dazu kann man auch richtig schöne Kung-Fu-Farbe draus machen. Ei, ist gut. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht wie Mixed Martial Arts. Wir sind Menschen, die hustlen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns ein Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten? Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen, drauftreten. Immer auf Schwächere, die sich auf...